Am 10. August machte ich den Transporter sowie das Boot abfahrbereit. Die Tanks waren vollgetankt und bereitgestellt. Zeitig früh ging es auf die Straße Richtung Burgenland nach Mörbisch am See. Meine Lebensgefährtin hatte Karten für das ABBA-Musical Mamma Mia organisiert. Unmittelbar nach dem Konzert ging es für uns via Slowenien nach Italien. Wir sind die Nacht durchgefahren und zeitig früh in Italien angekommen. Angekommen in Marano haben wir zuerst einmal 2 Stunden geschlafen. Danach gingen wir mit Jasmin und Gerhard einen Kaffee trinken. Danach haben wir uns angemeldet und sind zur Sleep-Anlage. Dort hatten wir Hafenkino, doch leider nichts gefilmt. Nachdem wir noch kurz im Supermarkt gewesen sind und uns mit Proviant eingedeckt haben, fuhren wir raus in die Lagune. Auf der rechten Seite sieht man jetzt Lignano und vor uns ist das Meer. Martina einige Runden drehen durfte, haben wir uns einen schönen Platz am Strand gesucht und waren einige Stunden baden. Danach ging es wieder die gleiche Strecke zurück. Auf der linken Seite sieht man Lignano, auf der rechten Seite Isola Marinetta. Es war das Wochenende um Ferragosto und man sieht deutlich, wie viel hier los ist. Dazu kommt, dass die Italiener bis 40 PS Führerschein frei fahren dürfen und dementsprechend fahren sie auch. Geschwindigkeitsbeschränkungen hält sich sowieso keiner, ich natürlich auch nicht. Kurze Zeit später sind wir bereits wieder in Marano angekommen. Jetzt hieß es schnell unter die Dusche, fertig machen, anziehen. Jasmin, Gerhard und Freunde haben sich zum Grillen verabredet und wir wurden eingeladen, womit ich hiermit noch einmal herzliches Dankeschön sagen möchte und wir werden uns mit Sicherheit revanchieren. 35,5 Seemeilen haben wir an diesem Tag geschafft. Vom Grillen gibt es leider nur ein Symbolfoto,
weil ich vergessen habe zu fotografieren. Am nächsten Tag hatten wir zuerst einmal eine halbe Stunde Arbeit, denn als ich das Boot aufgedeckt habe, war da ca. 10 cm Wasser im Boot. Anscheinend habe ich vergessen, die Lensöffnung richtig zuzumachen. Aber das war dann auch erledigt und es ging wieder hinaus in Richtung Meer. Übrigens sind es etwa 8,5 Kilometer bis raus ins Meer. Diesen Tag sind wir dann aber nach wenigen Kilometern nach links Richtung Grado abgebogen und hier war es viel, viel ruhiger. Wir sind dann hier etwas bei den kleinen Inseln herumgetümpelt, aber sehr vorsichtig, denn das Wasser war stellenweise sehr, sehr seicht. Danach haben wir uns wieder einen schönen Platz zum Ankern gesucht und waren etwas schwimmen. Danach haben wir beschlossen, wieder in die Lagune zu fahren und den Fluss Stella etwas raufzufahren. Stella kannte ich ja schon ein klein wenig vom Kajakfahren und ich fand es interessant, jetzt auch mit dem Schlauchboot darauf zu fahren. Es ging wieder vorbei durch die Einfahrt bei Lignano, dann über die Lagune in Richtung Aprilia und die Talbenstraße entlang in Richtung zur Stella. Auf dem Weg dahin entdecken wir noch einen Schwarm von Schwänen. Da war sie endlich vor uns, die Mündung in die Stella. Der Fiume Stella entspringt bei der Stadt Flambro und endet nach etwa 47 Kilometern bei Marano in die Lagune. Wenn man den Fluss entlang fährt, genießt man ruhige, schöne Landschaft. Wasser, das vom Schilf umrandet ist, mittendrin unter Gänsen, Möwen, Schwänen, Reiher, Graupapageien und vielen anderen Tieren. Immer wieder sieht man Fischerhütten oder Angler an den Ufern des Flusses. Man kann sich wirklich verlieren in dieser Schönheit. In der Zwischenzeit haben wir umgedreht und sind bereits auf der Rückfahrt.
denn heute ist ein besonderes Abendessen angesagt. Nein, nein, keine Angst, nicht die Schwäne. Ich sollte mir wirklich überlegen, mein Haus zu verkaufen und stattdessen mir hier ein Haus kaufen und hierher ziehen. Wir kommen jetzt schon langsam wieder zur Mündung der Stella in die Lagune. Hier sind wir jetzt bereits wieder an der Dalbenstraße nach Marano und hier ist auch schon die Hafeneinfahrt von Marano. Wir haben dann unser Boot noch schön auf unseren Liegeplatz geparkt, alles eingeräumt und weggepackt. An diesem Tag haben wir 28,4 Seemeilen geschafft, das sind 45,6 Kilometer. Und hier sieht man auch unser Auto, mit dem wir gekommen sind, und unseren Trailer. Hier im Hintergrund sieht man auch das Auto von Gerhard und Jasmin und der Blick rüber zu den Liegeplätzen. Am Abend haben wir uns für den gestrigen Grillabend revanchiert und haben Jasmin, Gerhard und Pascal zum Essen eingeladen. Dabei haben wir wirklich ausgezeichnet im Stella Doro gegessen. Leider habe ich auch hier wieder nichts fotografiert, dafür gibt es nur einige Fotos von den Speisen. Zum Abschluss des Tages haben wir uns noch ein leckeres Eis gegönnt und sind noch ein wenig spazieren gegangen, bevor es in die Nacht ging. Auch am nächsten Tag ging es wieder aus dem Hafen vorbei an den Fischerbooten hinaus in die Lagune. Viele, die mich gut kennen, werden jetzt glauben, ich fahre nach Venedig. Aber leider, nein, das ist dann doch etwas zu weit. Aber es geht in dieselbe Richtung. Wir fahren hier in die Richtung der Marina Aprilia. Etwa 1 Kilometer vor Aprilia Maritima biegen wir nach links in Richtung Lignano ab. Hier sieht man die Lagune von Marano und hier unsere Strecke vom Kanal.
Wir befahren hier einen wunderschönen Kanal im Hinterland von Lignano. Vor uns sehen wir jetzt eine Schleuse. Diese Schleuse ist aber fast immer durchwegs geöffnet und man kann da einfach durchfahren. Jetzt passieren wir hier noch das zweite Schleusentor und dann haben wir es geschafft. Nur noch wenige Meter, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir ihn erreicht. Den König der Alpenflüsse, den Tagliamento. Vor einigen Jahren habe ich den Tagliamento bereits mit dem Kajak bezwungen. Über 100 Kilometer von Venzone bis in die Einmündung ans Meer. Es war eine wundervolle Erfahrung und würde es meine Gesundheit erlauben, würde ich das sofort wieder machen. Ein Video davon habe ich übrigens auch hier auf diesem Kanal veröffentlicht. Ihr könnt es euch ansehen, wenn ihr Lust habt. Es zahlt sich aus. Der Tagliamento ist etwa 150 Kilometer lang und entspringt in den Bergen Friauls. Am oberen Teil ist der Wildwasser und die Landschaft verändert sich immer wieder. Es beginnt mit sehr vielen Bergen und dann wird es immer flacher. Die Farbe des Flusses, die immer ändernde Landschaft machen diesen Fluss zu einem besonderen Fluss. Er wird nicht umsonst der König der Alpenflüsse genannt. Entlang des Flusses gibt es übrigens auch sehr wenige Ortschaften, zumindest keine, die direkt am Fluss liegen. Genau hier haben wir bei unserer Kajakfahrt unsere letzte Nacht verbracht. Wir sind dann noch etwa 10 Kilometer weiter nach oben gefahren, doch leider wurde das Treibholz immer mehr und so haben wir beschlossen, wieder zurückzufahren und an der Mündung des Tagliamento ins Meer etwas baden zu gehen. Hier sind wir jetzt wieder an jener Stelle, an der wir in den Tagliamento eingefahren sind. Aber jetzt geht es stromabwärts in Richtung Meer.
Es gibt hier auch einige nette Marinas, von denen ich mir die eine oder andere in den nächsten Monaten ansehen möchte. Je näher wir dem Meer kamen, desto dichter wurde der Verkehr. Schließlich war aber auch das Wochenende um Ferragosto. Vor uns sieht man jetzt bereits das Meer. Auf der linken Seite ist Lignano, da ist noch ein Campingplatz und auf der rechten Seite ist Bibione. Wir fahren jetzt noch etwas raus, bis die Talbenstraße zu Ende ist und dann fahren wir noch einige Kilometer rein entlang am Strand von Bibione. Nach einer halben Stunde herumcruisen am Meer war es dann aber auch genug und wir fuhren wieder hinein am Tagliamento und haben uns da ein schönes Plätzchen am Strand gesucht. Wir hatten Glück, dass ein Pärchen wieder gegangen ist und wir somit einen schönen Holzverschlag erobert haben. Wir waren einige Male im Wasser schwimmen, wir haben gegessen, uns ausgeruht und nach etwa 1,5 Stunden machten wir uns wieder auf den Weg zurück nach Marano. Nach wenigen Minuten kam uns Patrick mit den Kids entgegen. So haben wir noch geankert und eine gute Stunde geplaudert. Dann machten wir uns endgültig auf den Weg zurück nach Marano. Diese schwimmenden Häuser kann man übrigens mieten und Urlaub darauf machen. Tina war natürlich sofort begeistert. Und wir haben das einmal im Hinterkopf behalten. Vielleicht machen wir das einmal. Die Schleuse war jetzt gut mit Treibholz zu, aber mit unseren 2 Metern war das kein Problem. Also genossen wir noch einmal die Durchfahrt durch die wunderschöne Schleuse und dann ging es wieder entlang dem Kanal in Richtung Lagune Marano. Das Licht war jetzt besonders schön und wir genossen die Fahrt durch die Lagune. Dann haben wir noch spontan entschlossen, doch noch einmal aufs Meer rauszufahren und uns auch hier zu verabschieden. Also sind wir wieder hinaus auf unseren Ankerplatz, haben da gebadet, es uns gut gehen lassen, die Sonne genossen und dann ging es endgültig zurück zum letzten Mal in die Lagune Richtung Marano.
letztes Mal noch die Anfahrt auf die Marina von Marano und hier die Einfahrt, dann haben wir das Boot noch einmal festgemacht. An diesem Tag haben wir ganz schön viele Kilometer zurückgelegt. Es waren über 90 Kilometer, 56,3 Seemeilen, also das ist beachtlich. Und insgesamt haben wir in den 3 Tagen fast 200 Kilometer zurückgelegt. Am Abend gingen wir noch einmal Fisch essen, ganz einfach, weil es uns so gut geschmeckt hat und außerdem, dass ich noch Fotos machen kann von dem leckeren Speisen. Beim Heimweg sind wir noch eine Weile auf der Brücke gestanden und haben die Live-Musik gelauscht. Leider war der Kurzurlaub somit auch wieder vorbei. Martina musste arbeiten gehen. Wir holten das Boot aus dem Wasser, haben alles verladen, gut verzurrt. Und dann mussten wir uns auch von Marano verabschieden und traten unsere Heimreise an. Das war aber mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir hier gewesen sind. Wir kommen wieder, keine Frage. Euch sage ich vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Video. Arrivederci, ciao.